Das ist ja auch. Okay. Die Frage ist, funktioniert das jetzt oder nicht? Oh, da gibt es schon Chat. Hey, okay, ich bin also online. Bitte kurze Bestätigung, ich bin nämlich gerade zu blöd, um das zu sehen. Mit der Kopfform? Welcher Kopfform? Okay, ja, hallo Leute. Ich wollte eigentlich mit dem Handy online gehen, aber das hat nicht funktioniert. Und jetzt mache ich das über OBS und ja. Und zu spät bin ich auch. Sorry, sorry, sorry. Servus, Plonea, hallo. Danke fürs Warten. Ah, shit, ich weiß immer noch nicht. Es ist alles kompliziert, sage ich euch. Ja. Ach so, nein, kann ich nicht wegklicken. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Jetzt habe ich den Chat weg da. Wo ist er? Da ist er wieder. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, danke. Was ist mit deiner Kopfform los? Landmaschinenfreak? Was soll mit meiner Kopfform los sein? Mein Kopf ist, wie ein Kopf ist einfach. Vielleicht habe ich gerade das Bild zu sehr verzerrt. Ah, jetzt ist er auf einmal da. Ist ja geil. Oh Mann, ich bin vielleicht auf Lauschen. Okay. Cool, ich sehe mich auch im YouTube-Ding. Wunderbar. Okay, gut. Kannst du bitte den freundlichen Ed Sattler grüßen? Er ist dein größter Fan. Okay. Ed Sattler, servus. Hallo, du bist mega nett. Danke, Nico Gogel, servus. Genau, wie alt bist du, Nebelmitte? Also, du fragst mich. Ich werde, Hallihallo, am 30. März 40. Psst. Übrigens, wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, ich hätte gern 10.000 Abonnenten. Das ist nur ein weiter Weg, ich weiß. Aber es ist mein 40. Geburtstag, da kann man sich mal was Großes wünschen, glaube ich. Also es wäre cool, wenn ihr mich ein bisschen unter euren Freunden weiterleiten würdet und ihnen sagen würdet, der Dude hat's drauf. Wie hast du dein Wochenende verbracht? Fragt die Plonia. Mein Wochenende, ja. Hallo Leute, das war ziemlich happy, happy Org. Helmut, noch ist nicht mein Geburtstag, aber am 30. dann. Darfst du mir gratulieren? Mein Wochenende, ich war am Freitag im Dialog im Dunkeln. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich komme aus Oberösterreich, ja genau. Kannst du mich noch auf Instagram? Heiße dort Bernie. Ja, servus. Ich habe mir sehr gedacht, nachdem du die Nebelmitte, nachdem du gefragt hast, wie alt ich bin. Kurz zu meinem Wochenende. Ich war am Freitag Dialog im Dunkeln. Das heißt, da geht man essen und kriegt eine Führung als sozusagen in völliger Dunkelheit. Man lernt dort die, was es heißt, blind zu sein. Und das war ziemlich arg, weil da gibt es eine Führung mit so einem Weg, wo man dann verschiedene Bodenebenheiten und Straßen und Waldsituationen sozusagen erlebt. Und das ist ziemlich spannend gewesen.
Ich bin den Weg nicht ganz mitgegangen, weil für einen Rolli, also mit dem Rollstuhl blind zu fahren, ist verdammt schwierig. Aber ich habe dann man geht dann essen und da sieht man auch nichts und man weiß nicht, was am Teller ist, wo das Zeug ist. Und das war ziemlich, ziemlich schräg und eine ziemlich arge Erfahrung, muss ich sagen. Nicht zu wissen, was du isst und woher das ist und wie das ausschaut und ob du es gepasst hast oder nicht. Aber es sollte jeder mal versuchen. Es gibt's auch in Deutschland. Entweder hast Dialog im Dunkeln oder Dinner in the Dark. Schaut euch das einmal an. Mega, mega arg. So, ja, Killer Baby. Habe ich schon gesagt, ich werde 40 am 30. März. Dialog im Dunkeln ist wirklich toll. Ah, hallo Eva Maria. Die Führung ist total interessant, aber echt anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hallo Lara, grüß dich. Und Fußballfan. Ich bin überhaupt kein großer Fußballer. Ich habe früher in Oberösterreich gewohnt, wenn dann am ehesten noch Ried. Weil da habe ich in der Nähe gewohnt, aber ich habe schon seit Jahren kein Fußballmatch mehr angeschaut. Shit, ob ich lieber blind oder taub wäre? Weder noch. Ich bin eh schon behindert. Das haben wir in Berlin auch, genau. Hey, normaler TV, grüßt euch. Ja, ihr müsst mal mit dem Rolli. Fragt sie mir, ob sie mit dem Rolli da durchfahren können. Das ist echt die Härte. Nico, sehr cool, dann weißt du einfach, was ich rede. Ist wirklich arg, diese Führung, oder? Die Nebelmitte war auch schon dort, sehr cool. Kannst du mich grüßen? Heiße André. Kalipilots TV. André, servus. Ja, Helmut Wieser, ich kann es nur empfehlen. Schau dir das mal an, ist echt arg. Okay, in Deutschland heißt auch Dialog im Dunkeln. Ja, es gibt jetzt mehrere Varianten. In Wien gibt es Dialog im Dunkeln und Dinner in the Dark. Du bist behindert. Landmaschinenfabrik. Ja, wenn du meine Videos anschaust, wirst du das feststellen. Ja, in Frankreich, ja, ich denke mal, es gibt's wahrscheinlich in vielen Ländern mittlerweile. Ist ja ein Teil der Erlebnisgastronomie sozusagen. Habe ich was verpasst? Ronja Becker, du hast verpasst, dass ich ein technisches Eierschwammerl bin und wieder später anfangen habe müssen. Und dass ich am 30. März Geburtstag habe und mir wünschen würde, 10.000 Abonnenten zu haben. Also, das waren die wichtigsten Facts. Oh, und ich war Dinner in the Dark am Freitag. Was ich nur empfehlen kann. Kopfnuss-Kalli. Die Namen sagen mir was, aber dieser, genauso wie dieser Drachenlord und so, ich kann mit denen nichts anfangen. Aber ich weiß nicht, warum ich mit denen immer in Verbindung gebracht werde. Ich weiß bis heute nicht, der Drachenlord ist nicht behindert, der ist nur schräg, also zumindest nicht offensichtlich behindert, soweit ich es mitgekriegt habe. Hey, Nico, nicht herum ärgern hier, gell, den Landmaschinenfreak. Außerdem weißt du gar nicht, ob seine Mutter auch behindert ist. Das möchte ich mir am Kanal hier unterbieten, bitte, gell? Kürbiscremesuppe, definitiv. Bin kein großer Schwammerl-Fan von mir. Wann kommt wieder mal ein Kochvideo? Ja, das ist richtig. Ich muss wieder mal eins machen. Normaler TV? Ja, Video wird schwierig, weil du darfst dort nichts mit reinnehmen, was leuchtet. Ich selber habe aber Aufnahmen gemacht und möchte noch online stellen, aber alle bevor ich reingehe. Das heißt, es wird ein bisschen schwierig. Aber du kannst dann auch deine Eindrücke schildern und vielleicht ein paar Leute interviewen. Ist sicher ein nettes Video. Was hast du heute gemacht? Montagswitze vorbereitet. Und sonst nicht viel, ehrlich gesagt. Ich hätte noch arbeiten sollen, aber bin zu faul. Habe das nur offensichtliche. Ja, okay.
Manche müssen das Offensichtliche auch nochmal loswerden. Alles klar. Kannst du dir vorstellen, dir mal einen Lachschon-Account zu erstellen? Lachschon, ich weiß, dass da viel Traffic für mich kommt. Ich keine Ahnung, ob ich mir da einen Account erstellen werde. Ich freue mich, wenn die Leute drüber posten. Manche Sachen, die da geschrieben werden, sind aber ein bisschen schräg, bisweilen sogar beleidigend. Aber du, solange die Videos auf Viewer stoßen, soll es mir recht sein. Aber ich werde mir wahrscheinlich keinen machen. Liebe Eva Maria, ich schaue jeden Montag deine Witze. So habe ich immer mal. Was? So habe ich immer mal neue. Ja, sehr gut, ja, passt. Nutze sie und verbreite Freude. Gerne, gerne geschehen. Danke fürs Zuschauen, liebe Eva Maria. Ich bin in der Ausbildung zum Koch, weil mein Vater Koch, Kellner ist und er lernt mir vieles. Hey, alles klar, Nebelmitte. Deswegen willst du das Kochvideo machen, ja? Das heißt, meine Petite Cuisine kommt also an bei dir. Ja, ich bin, die muss jetzt ja wieder mal ein Kochvideo machen. Ich habe ja schon ein paar Notizen gemacht, was ich wieder mal kochen könnte. Ja, es gibt so viel, was ich machen soll. Ich könnte eigentlich Fulltime YouTuben, aber ohne die Views kann man einfach nicht davon leben. Das ist das Problem. Ja, du streamst. Ah, danke für die Antwort. Kannst du von deinem YouTube, na, wie ich gerade gesagt habe, von meinem YouTube-Einnahmen kann ich nicht leben. Ich habe 2.500 Abonnenten und da kommt im Quartal 10 Euro oder 15 Euro rein. Also vom Leben ist da noch sehr, sehr, sehr weit weg. Ich habe mich schon mal die Frage gestellt, ob das Wort behindert noch zeitgemäß ist oder ob es lieber Menschen mit Beeinträchtigung heißen soll. Was meinst du dazu? Helmut Wieser. Das ist ein Thema, puh. Ich persönlich vertrete den Standpunkt, die Leute können ruhig sagen, also ich sage, ich bin behindert. Punkt. Es sollte aber schon, also wenn man drüber redet, dann sind es Menschen mit Behinderung und nicht Behinderte. Wobei, wenn man das jetzt, es kommt immer darauf an, wie man es sagt. Und in was für einem Kontext und wer sagt, aber im Prinzip Menschen mit Behinderung. Ich will da nicht auf gar keinen Fall Menschen mit besonderen Bedürfnissen, weil ich habe dieselben Bedürfnisse wie jeder andere Mensch auch. Ich brauche was zum Essen, ich brauche was zum Trinken, ich brauche Leute um mich, mit denen ich mich unterhalten kann. Ich habe das Bedürfnis, aufs Klo zu gehen, manchmal das Bedürfnis zu duschen, manchmal das Bedürfnis zu schlafen. Und Bedürfnis nach Liebe, Zärtlichkeit, Freundschaft, das ist alles dasselbe, komplett dasselbe, genauso wie das Bedürfnis nach Erfolg und Anerkennung. Jedes Bedürfnis, das nicht behinderte Menschen haben, haben behinderte Menschen auch. Und deswegen bitte, bitte, bitte nicht Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es ist der volle Schwachsinn. Ich freue mich schon auf morgen früh. Jeden Montag werde ich glücklich, wenn dein Montagswitz-Video online kommt. Yes! Eulenfreak! Danke dir. Das geht runter wie Öl. Ah, ey, ich bin zu langsam. Was? Also, was? Oh, shit. Okay, warte mal. Okay, Abend, Servus. Kurumi. Puh, Tokisaki. Tokisaki, geil. Ich wäre dafür, dass du eine Torte backst. Fuck! Mama, Malo TV! Genau, ich habe nämlich dich gesehen, wie du eine Torte gemacht hast, eine mit Dingsbums, Limonade. Das habe ich auch geil gefunden. Das werde ich auch machen, ja. Oh, warte, ich habe da einiges übersehen. Montags wird's was. Ich mag die, magst du Sido?
Silber beim Musiker, ja, ist ganz cool eigentlich. Ja, ich habe schon gemacht und die waren super lecker. Du hast noch was? Ach so, meine Kochvideos, okay. Hast du schon mal ein Tofu-Schnitzel gemacht? Gemacht nicht, aber ich habe schon panierten Tofu gegessen. Professor Hase was, nein? Und die Torte, lieber normale TV, kommt auf jeden Fall. Was ist deine politische Meinung, Kamerad? Ich würde sagen, ich bin doch eher liberal, aber ich würde mir jetzt nicht seiner politischen Richtung zuordnen oder Partei zuordnen lassen. Schon eher so liberal rüber, aber keine spezielle Partei. Am ehesten Richtung Grün. Stimmt es, dass du schon mal in einem Massagesalon warst? Wer sagt sowas bitte? Massagesalon? Ihr meinst jetzt so, Tronia, du meinst Erwachsenenmassage, so mit Happy End und so? Nein. Ich war in Physiotherapie und habe mich massieren lassen, aber ohne Happy End. Was sind deine Lieblings-Softdrinks? Ich muss zugeben, Red Bull trinke ich zum Saufordern. Kurumi? Cannabis? Ja. Habe ich in meiner Jugend auch probiert. Und in Maßen ist es wie ein Glas Wein oder mehr Bier am Wochenende. Kann man durchaus machen, glaube ich. Manchmal ist Political Correctness total übertrieben. Kenne keinen Menschen mit Behinderung, der da mega empfindlich ist. Genau, voll der Schwachsinn. Ja, mega empfindlich, gell? Liebe Eva Maria, das ist so eine Sache. Es gibt schon genug, die da empfindlich reagieren. Ich sage halt immer, es kommt auf den Respekt an, wie man der Person gegenübertritt. Dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Unterscheidest du zwischen körperlich und geistig behindert? Ja, mache ich. Oh, wie süß du bist. Danke dir, liebe Eulenfreak. Wie kannst du Sex haben? Ja, indem man miteinander redet und aufeinander eingeht. Krass, Karina Krasewitsch, Servus. Happy End, ja genau. Ich nehme an, du weißt, was ich meine damit. Das war ein Limokuchen. Genau, ja, genau, der Limokuchen. So was möchte ich noch machen. Aber mit einer Speziallimo. super Meinung zum Thema Gras. Ja, ist so. Wenn beim Bundesheer auch Rollstuhlfahrer arbeiten könnten, würdest du dann zum Militär gehen? Panzerfahrer! Puja! Ich war der perfekte Panzerfahrer. Habe erst am Freitag, nein, gestern, bei einer Gesprächsrunde festgestellt, ich bin klein, Panzer sind groß. Mich könnte man doch super schön reinpacken, dann könnte man noch extra Klo reinmachen und einen kleinen Kühlschrank, damit ich länger ausreit, und wenn der Panzer da mit einem kleinen Reaktor versehen ist, konnte ich wochenlang durch die Gegend fahren. Ideal, weil ich konnte da drinnen ausstrecken und schlafen. Panzerfahrer, ich war der beste Panzerfahrer überhaupt. Hey, was arbeitest du? Funker, hey Funker, hallo. Ich bin Social Media Berater, ich mache Videoproduktionen, ich mache Moderationen und Workshops im Bereich Social Media und auch im Bereich Inklusion und ja, Thema Behinderung. Die Karina will wissen, hattest du schon mal Sex? Den Geschlechtsakt vollzogen, so habe ich noch nicht, aber ich war schon mit einer Frau intim und habe nicht dafür bezahlt. Bist du fruchtbar? Also, laut meiner Behinderung spricht nichts dagegen, aber ich habe nicht vor, mich fortzupflanzen. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Wieso hast du dich erschrocken, Eulenfreak? Na, U-Boot, U-Boot. Unter Wasser, da kriege ich die Krise. Nein, nein, nein. Wache ist der Schütze. Absolut. Ja, sag ja, Panzerfahrer ist das eine super lustige Vorstellung.
ob ich mehr ein Lausbub oder ein Schlawiner bin. Shit. Bin definitiv beides. Welche Behinderung hast du? Es gibt ein Video, wo ich drüber rede. Meine Behinderung Tag. Schaut euch das bitte mal an. Warte mal, kann ich da eigentlich anschreiben? Warte mal, meine Behinderung. Zack, zack, zack. Zacka, zacka, zack. Zacka, zacka, zack. Zack, zack, zack. Ja, und so rede ich mit mir selber dann, wenn ich alleine bin. Da kann ich schauen. So, bumm. Ich habe jetzt den Link gepostet im Chat zu meinem Video über meine Behinderung. Warte mal. Welche bin ich? Finde dich echt klasse. Kurumi, danke dir. Warum willst du keine Kinder? Weil ich doch die Gefahr sehe, dass ich meine Behinderung weitergebe, auch wenn jetzt meine Behinderung nicht spezifisch vererbbar ist, möchte das trotzdem mitmachen. Wo mache ich das Fan-Treffen? Hervorragende Frage. Ich weiß ja nicht genau, vielleicht Museumsquartier oder Stadtpark oder so. Schauen wir mal. Irgendwo, wo man sich gemütlich zusammensitzen kann und wo man nicht unbedingt was kaufen muss. Weil es wird einfach nur eine gemütliche Runde sein. Wegen einer Reaktion? Wegen dem Panzerfahren? Ah, du hast mich auf dich recht. Okay, sorry. Einmal Panzerfahren, das wäre der Hammer. Ja eben, sag ich ja, Udo. warst du mal auf einem Konzert? Ich war letztens auf dem Sido-Konzert in Stuttgart. Landmaschinenfreak, ich hab's jetzt schon 10-mal gesagt. Ich werde 40 am 30. März und ich wünsche mir 10.000 Abonnenten. Also wenn ihr da was machen könnt, bitte gerne. Ja, natürlich, Killer Baby. Ich bin 40 und ich habe auch als Teenager diverse Konzerte besucht. Ich war genauso auf Festivals und habe, weiß ich nicht, wilde Orgien gefeiert dort. Also, das, meine, Bryan Adams, Michael Jackson, natürlich in meinem Alter ist das eher die Klassiker. Leider habe ich die Tina Turner noch nicht gesehen, die wäre ziemlich cool. Sitzt du gerade in deinem Büro? Quasi praktisch, mein Homeoffice. Musst du auch zum Arzt gehen? Im Grunde eigentlich von der Behinderung her nicht, aber ich bin halt öfter verkühlt und dann gehe ich schon zum Arzt. Wie hoch ist der Altersunterschied zwischen dir und deinem Bruder? Dem im Video, der ist ein 90er-Bäuer. Also, 10, 13 Jahre? 13? 13 Jahre? Ja, 13 Jahre. wo sind wir? Landmaschinenfreak? YouTube Trash gibt's auf meinem Kanal. Alles klar, danke für den Hinweis. Ja, im Stadtpark wäre cool, ja, passt. Gibt es schon News zum Erscheinungsdatum? Ja, und zwar, es gibt die Österreich-Premiere, wird in Linz stattfinden, und zwar beim Europe Festival, Crossing Europe Film Festival. Aber der genaue Tag steht noch nicht fest. Kommt es oft vor, dass du, wenn du irgendwo draußen bist, Probleme wegen den Rollstuhltricks, so wie Treppen, Kantsteine, du meinst Bordsteine, Gesteckkanten? Ja, die gibt's natürlich, sicher. Aber Treppen, man kennt die Wege mittlerweile und man weiß schon, wo man hin muss. Kannst du einen Witz erzählen? Kann ich, mache ich aber nicht. Weil, morgen gibt's eh wieder einen. Moinsen.
Moinsen, du bist ein Franzl Lang und Hirs-Fan. Was bin ich? Bist du ein Franzl Lang und Hirs-Fan? Ja shit, wer ist denn das? Meinst du den Hirs vom Musikantenstall? Ich werde am 24. März 18. Ja, da gratuliere ich jetzt schon. Mädel, ja da ist er wieder, der Mädel. Alter Schwede. Finde deinen Kanal interessant. Danke, Helmut. Hätte dich jetzt auf 25 bis 35 geschätzt. Danke, Marlon. Hattest du bei Konzerten Angst, dass jemand dich übersieht und auf deinem Rollstuhl drauffliegt? Na, weil ich gehe nicht so in die Massen rein. Also ich stehe nicht erste Reihe und lass mich da herumschubsen. Ich bin eher im Hintergrund, beziehungsweise gibt es immer so eine Rollibühne, wo man dann stehen kann. Ich finde deine Montagswitze cool. Vielen Dank, Akino. Unbedingt bitte teilen, teilen, teilen. Freunde sagen, abonniert diesen Dude. Der ist super. Er will ja nicht 10.000 Abonnenten haben. Das ist ja ziemlich cool. Kannst du gut zeichnen? Oh shit. Nee, wirklich. Leider. Kann man sich den Film dann auf DVD? Ich werde schauen, dass der Regisseur das hinkriegt, dass es auch signierte DVDs gibt und die dann kaufbar sind, auf jeden Fall. Ja, der Hirs, so muss ich anschauen. Den kenne ich, aber den gibt es schon ewig nicht mehr. Aber als Kind habe ich den natürlich immer geschaut. Natürlich. Meine Freundin kommt aus Österreich. Liebe Grüße an Sie, Killer Baby. Dieser Spitzenmann, du hast recht, ja? Kann es sein, dass ich hier die Jüngste bin? Eulenfreak? Keine Ahnung, wie alt bist du? Landmaschinenfreak? Nein, derzeit nicht. Schlimmste Erfahrung mit Alkohol? Bitte, Kinder. Sowas kann ich doch im Internet nicht erzählen. Das ist Need-to-Know-Basis. Na, ich kenne den Drachen dort jetzt erstens nicht persönlich und zweitens habe ich seinen Kanal. Ich kann damit nichts anfangen. Ist zu crazy für mich. Planst du wieder eine Reise in die USA? Plane nicht, aber ich habe es nie ganz aus dem Kopf verloren. Beziehungsweise habe ich heute was Neues entdeckt, und zwar Singapur. Soll ja ziemlich barrierefrei sein und sehr abgefahren. Hast du schon Lohn? Ja, hab ich. Puh. Es ist irgendwie eine Ära zu Ende. Danke, du bist 15, alles klar. ja, schön, dass du hier bist. Und bitte auch deinen Freunden sagen, guter Typ, unbedingt abonnieren. Trinkst du heutzutage auch noch viel Alkohol? Nicht viel. Und wenn, dann nur mehr sehr... ich trinke Wein, ich trinke Bier. Wenn ich fortgehe, trinke ich Gin Tonic. Oder ein Cocktail, einen oder zwei, und dann ist eh meistens Sense. Wann kommst du mal nach Deutschland? Ich habe vor, einmal nach Berlin zu fahren im Sommer. Das würde ich dann natürlich Bescheid geben. Ich trinke kein Bier, also kann ich nicht sagen, nach wie viel Bier ich betrunken bin. Geht es dir gut, Ronja Becker? Ob es mir gut geht? Ja, ich glaube schon. Also jetzt gerade, geht's mir gut, danke. Mabach in Asien wäre ein interessantes Format. Absolut, absolut, ja. Lukas Hegen, hier, hui, hui, servus. Wie gerne magst du den Rauch, Eistee, Zitrone? Ich bin fruktoseintolerant und die sind alle mit Fruktose gemacht. Und ich kann das Zeug leider nicht mehr saufen. Meine halbe Klasse schaut deine Videos. Wir lieben dich alle. Yes! Grüße an die Klasse von Eulenfreak. Was ist mit der anderen Hälfte? Was geht mit euch? Habt ihr keinen Humor oder was? Na, sehr cool, Leute. Danke, danke, danke. Warst du schon mal stark betrunken? Wie gesagt, Need-to-know-Basis, meine Alkoholexzesse.
Grüß mal den Freundlichen. Das haben wir ja schon hinter mir. Den haben wir schon gegrüßt. Hab mir gerade noch mal unsere gemeinsamen Videos angeschaut. War echt cool. Wird mal wieder Zeit für eine Interviewtour. Genau, Leute, schaut mir auf Normalo TV vorbei. Das sind die Jungs in Deutschland, die genauso cool sind wie ich. Ja, auf jeden Fall fast so cool sind wie ich. Nein, wir sind so ziemlich cool drauf. Machen sehr coole Videos. Und sie waren in Wien und haben mit mir auch ein Video gemacht. Unbedingt mal anschauen. Whisky. Kommt auf den Whisky drauf an. Ich mag eher die milderen und nicht die scharfen. Aber auch nur in Maß und Ziel. Kannst du mal ein Make-up-Tutorial machen? Carina, ich und Make-up. Jo, sicher. Kenne ich mich da aus? Na. Denkst du heutzutage noch ab und zu an den Bernie 4K? Manchmal. Also, wir waren jetzt keine eigenen Busenfreunde, aber wenn da wieder auf Facebook oder was seine Sachen begegnen, ist das schon immer so ein Schluckmoment. Wenn du nach Berlin kommst, sag Bescheid. Yes! 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 Sehr cool, mache ich. Eulenfreak, bitte nicht heulen. Ich freue mich sehr. Kennst du dich aus dem aus mit der Situation in Deutschland bezüglich Assistenz? Nicht wirklich, ich weiß nur, dass sie auch ziemlich beschissen dran sind. Der eine Typ vom Normaler TV müsste der Udo sein, glaube ich, oder? Wie geht's da, Alter? Lukas Hidden, danke, es geht. Make-up-Tutorial, bitte. Also, wie ist das gemeint? Soll ich mich schminken? Soll ich irgendein armes Versuchstier finden, das ich schminken kann? Irgendeine arme Frau, irgendeine unschuldige Person, die ich dann verunstalte? Oder wie stellt sich das vor? Was passiert, wenn du Früchte isst? Immer diese GLP. Grüß Gott, servus. Melon Gamer, hallo. Was passiert, wenn ich Früchte esse? Ich habe Bauchkrämpfe wie ein Hanser. Also mein Darm spielt verrückt. Es ist die Hölle auf Erden. Ich besitze einen behinderten Sklavenarbeiter. Ist das lustig? Keine Ahnung. Landmaschinenfreak 5. Macht mir manchmal Sorgen. Wie gerne magst du Katzen oder Hunde? Aber jetzt mache ich mich unbeliebt. Ich mag weder das eine noch das andere. Erstens machen Katzen und Hunde Arbeit. Weil die Haare und du musst Katze gehen. Und ich brauche sowieso schon viel Assistenz. Und dann brauche ich jemanden noch, der mir hilft, die Hundehaare wegzuwischen und das Ganze. Also ich mag keine Haustiere. Magst du schwarzen Humor? Echt? Du fragst mich, ob ich schwarzen Humor mag. Schon eher. Bitte schau dir meine Witze an, schau dir meine Videos an. Da ist, glaube ich, genug Beweis dafür, um deine Frage selbst zu beantworten. fuck, hey Leute. Ich bin begeistert, es sind ziemlich kontinuierlich 21 Leute dabei. Es geht ziemlich cool, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde jetzt mal Schluss machen. Ich bin nämlich dann noch auf... Oh, jetzt geht's aber ab. Was findest du behinderte Menschen auch lustig? Alter, Landmaschinenfreak, das ist alles komisch, was du da machst. Ich habe am 30. Geburtstag, mein größter Wunsch, zu meinem 60. Geburtstag, wäre ein Abo von dir. Alter Schwede, lieber Eulenfreak, liebe Eulenfreak, glaube ich, oder? Bist du eigentlich ein Mädel oder ein Bursche? Anyway, ich glaube, das kriege ich hin. Wirst du, wenn es möglich ist, mal Skydiving? Skydiving kann ich nicht probieren. Weil wenn du aus dem Flugzeug rausspringst und dann der Schirm aufgeht, ist ja dieser Stopp, wenn der Schirm aufgeht und die dann hochreißt kurz, das ist für mich und meine Knochen viel zu schlimm. Das halte ich nicht aus. Magst du Blondinen? Witzig!
Einer der nächsten Montagswitze ist ein Blondinenwitz. Pitschi. Ich mache da keinen Unterschied. Auch braun, blond, schwarz, braun. Ich liebe alle Frauen. Bist du... Was? Bist der Geilste auf YouTube. Danke sehr. Mabacher, bester YouTuber, bitte nicht aufhören. Machst du Sport? Ich sollte, ich mache aber leider, man sieht's, glaube ich. Bin ein Mädel. Alles klar, aber du kriegst auf jeden Fall Mädel oder Bursche, lieber Eulenbrick, dein Geburtstagsgeschenk. Geht klar. Wann machst du wieder mal ein Schwimmbad? Was? Wann gehst du wieder mal ins Schwimmbad oder Hallenbad? Habe ich da schon ein Video gemacht drüber? Hallo! Im Sommer gehe ich vielleicht wieder mal baden. Keine Ahnung. Muss gehen, ja, ich auch. Was ich sagen wollte ist, ich bin jetzt ab 7 live auf Instagram. Noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Okay? Das heißt, wenn wer da auch ist und mir folgt, bitte gerne. Wie oft befriedigst du dich selber in der Woche? Alter! Echt jetzt? Darauf gibt's keine Antwort. Kann man mit dir mal schwimmen gehen? Ja, weiß ich nicht, ich bin nicht so der Schwimmer, aber wenn ich mir gehe, kann mir was sagen. Instagram habe ich keinen Account. Ist kein Problem, wir sehen uns ja hier auf YouTube wieder, Plonia. Also Kinderchen, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns bald wieder. Ich werde sicher wieder einen Livestream machen. Danke fürs Reinschauen. Und wer will und kann, kann jetzt gerne noch auf Instagram vorbeischauen. Bis dahin, Baba.